Nummer 4. Der Fender Rumble 40 ist ein Bass-Combo-Verstärker, der eine große Innovation auf dem Gebiet der tragbaren Verstärker darstellt und ein Klangerlebnis von höchster Qualität bietet. Mit einer breiten Palette von Reglern und der Möglichkeit, den Sound über den Fußschalter zu modulieren, bietet der Rumble 40 eine Vielseitigkeit und Flexibilität, die ideal für jeden Gig ist. Der Sound ist satt und tief, mit einer Kraft und Klarheit, die wirklich beeindruckend ist. Die Kombination aus leichter Bauweise, Ergonomie und exzellentem Sound macht dieses Produkt zu einem erstklassigen Konzertverstärker. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3. Der Bassbreaker 007 ist ein kleiner Gitarrenverstärker, der eine beeindruckende Leistung bietet. Ausgestattet mit 7 Watt Leistung und L84 Vor- und Endstufenröhren liefert dieser Combo einen satten, vollmundigen Sound. Er verfügt über einen 3-Band-EQ mit einem Treble-Boost-Schalter, um die Verstärkung zu erhöhen, und ist mit einem 10 Zoll Lautsprecher Celestion 1030 ausgestattet. Der Look ist minimalistisch mit einem Kunstledergriff, Tweedbesatz und großen Potentiometern. Außerdem gibt es eine 1/4-Zoll-Line-Ausgangsbuchse, um den Bassbreaker an einen größeren Verstärker oder Rekorder anzuschließen. Besonders geschätzt wird sein knackiger Klang, der ihn ideal für den Hausgebrauch oder für Situationen macht, in denen keine hohen Lautstärken verwendet werden können. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Der Fender Rumble 200 ist einer der beliebtesten Bass-Combo-Verstärker aufgrund seiner vielseitigen Fähigkeiten. Er kann 200 Watt an 4 Ohm oder 140 Watt an 8 Ohm liefern. Bassisten werden sich über verschiedene Regler freuen, mit denen sie den Sound an ihren Stil anpassen können, darunter Gain, Breit, Kontur, Overdrive, Vintage, 4-Band-EQ und Master Volume. Der von Eminence entwickelte 15 Zoll Lautsprecher mit Keramikmagneten liefert einen knackigen und klaren Sound. Mit einem Gewicht von 15,65 Kilogramm und den Maßen 584x483x356 mm ist dieser Verstärker leicht zu transportieren. Wir empfehlen den Fender Rumble 200 professionellen Musikern mit intensiver Live-Tätigkeit aufgrund seiner hohen Haltbarkeit und Klangqualität. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Der Fender Tone Master Deluxe Reverb ist ein moderner Verstärker mit fantastischen digitalen Verarbeitungsmöglichkeiten, der entwickelt wurde, um die klassischen Sounds eines originalen 22 Watt Deluxe Röhrenmodells präzise zu reproduzieren. Dieses 100 Watt Modell mit 8 Ohm hat 2 Kanäle und ist mit 4/4-Zoll Eingängen ausgestattet, von denen 2 normale und 2 Vibrato-Eingänge sind, damit Gitarristen ihren Sound manipulieren und anpassen können. Dedizierte Effekt- und Vibrato-Regler werden von einem dualen 2-Band-EQ auf beiden Kanälen unterstützt. Auf der Rückseite befinden sich ein USB-Anschluss für Firmware-Updates, ein symmetrischer XLR-Line-Ausgang mit Boxensimulationen, ein Wahlschalter für optimale Stummschaltung auf der Bühne und im Studio, ein Schalter für die maximale Leistung und 5 Dämpfungsstufen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.